Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sly 3 mit mir, Zavex. Und in der letzten Folge haben wir das große Finale der Piraten gemeistert und Lefay endgültig besiegt und Penelope gerettet, und Penelope ist jetzt nur mit Bentley zusammen. Das ist doch schön. Da haben sich ja alle Streitigkeiten und Unstimmigkeiten gelöst. Außerdem hat sich Dimitri uns wirklich angeschlossen. Also er sagt, er macht es, weil er geil ist. Deswegen können wir voll gnädig sein und sagen, boah, Dimitri, danke und so. Nun ist das Team komplett und nun können wir endlich den großen Coup von Sly Cooper starten. Den großen Schatz. Also zurück zum relativen Anfang, wo alles begonnen hatte. Hier in diesem Zukunftsausblick. Das geht nun richtig los. Ehre unter Dieben. Episode 6. Das große Finale. Dann wollen wir mal loslegen. All diese Erinnerungen, sie führten mich immer wieder an denselben Ort, zermalmt von einem genetischen Experiment. Keine besonders glamouröse Art zu gehen. Eine Schande. Gerade wo ich diese große Bande habe. Es ist wohl eher eine Gruppe von Einzelgängern, aber wir sind dennoch ein Team geworden. Wir hatten wirklich Potenzial und hätten einige große Dinger drehen können. Wir waren so nah dran. Die Tür zum Cooper-Tresor öffnete sich. Aber dieser Dr. M. Ich hoffe, er wird seine Strafe bekommen. Ich hätte so gerne gesehen, was drin war. Die Errungenschaften meiner Familie. Wäre ich würdig gewesen? Wäre mein Vater stolz auf mich gewesen oder hätte er sich geschämt? Komisch. Ich stehe hier am Ende und kann plötzlich nur noch daran denken, wie feige ich gegenüber Carmelita gewesen bin. Hab nie den nächsten Schritt gewagt. Wenn ich mir Bentley und Penelope ansehe, dann weiß ich, was im Leben wichtig ist. Wäre Carmelita jetzt hier, würde ich ihr sagen, was ich empfinde und nicht mehr drumherum reden. Wir würden unsere beruflichen Differenzen beiseite schieben und es einfach probieren. Aber das wird nie geschehen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Dieser Schmerz soll aufhören. Sly Cooper and the Gang in Honor Among Thieves. Sollen sich sammeln. Hier passiert bald was. Ja, Ma'am. Entsichern und laden, ihr Affen. Wir gehen rein. Na warte, Ringelschwanz. Angriff! Mein Gott! Wir spielen Miss Dings. Ist, als würde man ein Haus angreifen. Alles klar, dann retten wir mal zwei. Wir voll drauf schießen. Okay. Im Endeffekt sind die Affen die uns Schaden machen. Sie trocken. Ich wurde angeschossen. Okay. Kein Problem. Sollte kein Problem sein. Volle Kanne drauf feuern. Und nicht treffen lassen.
Alles klar, ich komme, Sly, ich rette dich. So, Sie haben also Pistole, ich habe eine Schrotpistole. Lass gleich die Sache aus. So, oh Gott, da kommen jetzt kleine Männer auf uns zu. Krokodil, was? Was seid ihr? Ach, der Typ, der mutiert die Wesen. Das sind alles Mutanten. Deswegen sehen die alle so komisch aus. Das erklärt auch die fliegenden Elefanten. Oh, Feuer auf das Monster. Dieser böse Dr. M. M für Mutation. M für böse, böse. Oh. Ich glaube, warum blitzt das? Ich will hier weg. Ich hatte jetzt gerade ganz stark das Bedürfnis, wegzugehen. Nee, ich will nicht stillhalten. Geh weg, Mann. Ich bin hier in der Mitte. Mitte. Ja, ich schieß dich glatt, Junge. Sie Hexe, warum dringt die Polizei in mein Haus ein? Ich bin hier im Dienste der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit? Ich bin hier das Opfer und verteidige mein Eigentum vor Dieben. Für mich sah es eher so aus, als wollten Sie diesen Mann ermorden. Dieser Mann? Bitte, Sie wissen doch, dass es Sly Cooper ist. Sie sind so leicht zu durchschauen und überdies noch engstirnig. Cooper ist ein Verbrecher und ich bin hier, um ihn und alle Gesetzesbrecher der Justiz zu übergeben. Ich bin kein Gesetzesbrecher, das war reine Selbstverteidigung. Eins nach dem anderen. Lassen Sie Cooper runter und wir reden darüber. Tut mir leid, verehrte Polizistin, ich vertraue Ihnen nur so weit, wie ich Sie werfen kann. Obwohl ich Sie sehr weit werfen könnte. Los, zerschmettere diese Frau, zermahl ihre Knochen und wirf sie ins Meer, wo sie niemand mehr finden kann. Dass ich diesen Stab gefunden habe, unglaublich, dass ihn dieser Idiot einfach mitbrachte. Der Narr sieht so aus wie sein Vater und er ist genauso tot. Sly, er ist hier drüben. Atmet er noch? Er ist am Leben. Halte durch, Kumpel. Wir retten dich. Wir bringen dich zum Schiff und flicken dich wieder zusammen. Dramatische Ereignisse. Und Auftrag beendet. Sly kommt durch, obwohl er sehr viel abgekriegt hat. Wäre er auf den Beinen, würde er bestimmt wollen, dass wir ihm seinen Familienstab zurückholen. Ich schnapp mir das Ding. Reinspringen, rüberschwimmen und ihn packen. Nicht schlecht, was? So bin ich. So einfach ist das nicht. Das ist eine elektromagnetische Boje. Dr. M hat sie überall um die Insel herum aufgestellt, um damit sich nähernde Metallboote abzufangen. Wir hatten nur Glück, dass wir in einem Holzschiff herkamen. Sie hat recht, wenn du der Boje zu nahe kommst, magnetisiert sie deine Taucherausrüstung. Das ist eine hervorragende Idee, Guru. Du bist das einzige Teammitglied, das kein Metall bei sich trägt. Wenn du einige der Haie überzeugen kannst, dir bei dem Angriff beizustehen, könnte das ausreichen, um die Boje zu zerstören. Fordert an! Spring auf den Hai und lenke ihn! Du musst damit zu den anderen gelangen. Springe von einem Hai zum nächsten, um sie alle zu lenken. Wenn ihr euch angefreundet habt, folgen sie dir, wo du auch hingehst. Alles klar. Hui, das geht ja ganz schön flott. Ich brauche mal eine Sekunde, um das alles zu sacken lassen. Es geht also direkt dort weiter, wo es hier aufgehört hatte. Und dann kam Carmelita und hat dann voll viel geschossen. Und jetzt ist sie da mitten im großen Kampf. Und da passiert voll viel. Und Sly ist voll gedamaged. Und jetzt springen wir auf Haien. Was wir sonst auch so... Ja, klar, ist normal. Wuhu. High Power. Ups, nee. Führe das Hai-Rudel zu der Boje. Pass auf, es sieht so aus, als hätte Dr. M ein automatisches Marineabwehrsystem installiert. Ja, ist normal.
Ist verstehe ich. Verstehe ich, das ist völlig... Und natürlich ploppen die eben ein paar Sekunden vorher auf. Das ist doch ganz okay. Hallo? Du musst runterspringen und oben auf die Boje klettern, um sie zu aktivieren. Das treibt die Haie in einen Angriffsrausch. Alles klar, dann wollen wir sie mal ein bisschen aggressiver machen. Okay. Ein Hai ist also jetzt auf Agro-Power. Dann wollen wir noch neun andere dazu holen. Ein weiterer Hai befindet sich dort und das sollte doch jetzt hoffentlich kein kein Problem werden. Wow. Wunderbar. Hai Nummer 2 ist dabei. Oder 3. Oh nee, jetzt bin ich an dem gleichen Hai gleich nochmal eingesprungen. Ich will doch auf den anderen Hai springen. Ja, auf dich. Das ist schön. Und nun wieder zurück auf die Basis-Sticks. Aua. Ist nicht schön. So, ich finde diese Falle nicht nett. Diese Gegend hier. So. Jetzt wollen wir sie wieder aggressiv machen. Ja, du bist eine Naturgewalt. Unterstützt von der Natur. Natürlich. Weiter so. Bleib cool, Guru. Es sieht so aus, als wäre das Abwehrsystem verstärkt worden. Ach je, noch mehr. Alles klar, dann wollen wir den Hai-Spaß direkt weitermachen. Oh Mensch, mit der Aufgabe habe ich auch nicht gerechnet. Hallo? Hallo? Wusch! Wie fies! Wie voll gemein! Okay, richtigen Moment abspringen. Da sind drei Haie, auf die zu uns kommen wollen. Das wissen sie bloß noch nicht. So. Hey, Nummer. Sonst wie? Hey, Nummer. Bubdi-babdi. Und Heine mal blabli blubli. Und dann wollen wir wieder wunderbar zurückschwimmen. Um glücklich zu sein. Oh oh. Yes, schön. Aua. Nicht so schön. Ich will nicht Aua bekommen. Warum macht ihr mir Aua? Das ist nicht nett. So. Schön hier drauf drücken. Sechs Haie greifen schon an. Und wir müssen es nochmal machen. Denn noch mehr Haie sind noch besser. Denn nur 10 Haie können es zerstören. Denn 6 Haie über unendlich langer Zeit können es nicht. Ach, da ist unser Schief. Unser Drachenschief. Dieser Hai hat Schaden. Warum krieg ich den? Warum krieg ich den? Hai! Mit Schaden! Was war das denn? Das hat mich ganz schön geschockt. Oh Gott, nee. Oh nee. Hey, das ist nicht nett, Jungs. Also es gibt nettere Methoden, Nein zu sagen. Was war das? Was war das? So. Lasst es euch gesagt sein, macht das besser nicht. Das tut dem Guru und keinem ziemlich gut. Aua. Und springt immer rechtzeitig. Das ist wunderbar. Natürlich. Es verletzt nur den Guru. So. So, dich nehme ich. Ups. Junge, ich will dich. Genau dich. Du siehst so aus, als würde ich dich haben wollen. So, oh. So, dann springen wir noch eben kurz zurück zu unserer Freiheit und um den Stab wieder an
Ist zu uns zu holen. Aua. Da ist der Platz. Und warum ploppt er diese ganzen Angriffe auf? Das ist nicht nett. Wissen Sie, das ist nicht nett. So. Und nun haben wir alle Haie zusammen. Aber ich würde sagen, um zu sehen, was diese Haie da alles kaputt machen und ob wir dann wirklich den Stab erhalten und mit welchem Charakter wir danach spielen und wie wir Dr. M. überhaupt schlagen wollen mit all seinen bestialischen Bestienmonstern, Mutanten, werden wir Dr. Mutanten M.M., Mr. M.M., Mr. M. und M.s besiegen. Hoffentlich und alles wird gut und dann gucken wir mal, ob alles cool ist in diesem Schatz. Naja, ich würde sagen, ich bin Zavex und ich bin nun raus. Tüdelti!